Hallo, hallo, hallo und schönen guten Abend. So, heute spielen wir dann mal ein bisschen Mine Kraft. So. Und nebenbei laufen Videos. Show. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Mana hochbekommen. So, das wird Effekt kriegen. Sobald wir 5 Mana haben. Oh oh. Leg Spikes? Na? Die FPS droppen? Oh. Nice. So, da ist jetzt die Frage, kriegen wir das irgendwie stärker?
So. Ich glaube, wir müssen das hier nochmal ein bisschen ändern. Dankeschön, Illusori Normizi. Oder Mütz. No, thank you, and I ban advertisement, sorry. So. So. Wird das nicht besser? Mao Suki? So, so wie es war, Transport und Capture of Holy Swap obtains Reward of Player Best Friend for this. So, das will ich doch noch mal nachgucken.
Okay. Okay, ich habe mir da jetzt ein bisschen was gerade angeguckt. Ich sollte den. Okay, also. Man muss es upgraden. Und ich habe jetzt schon rausgefunden, wie. So, also man braucht wirklich diesen Upgrade-Dingenskirchen. Den kriegt man von irgendeiner Ancient Structure. So. Okay, Structure. Oh. Ich glaube, ich sollte mal nach meinen Bienen gucken. Oh, fuck. Oh. Verdammt. Okay.
Kriege ich das so hin? Hä? Ah, okay. Das hat leider nicht funktioniert. Mache ich. Oh. Okay, also bauen wir erstmal die Bottler, damit wir unten das alles fertig bekommen. Okay, also. Oh, nee. So, wie? So. So. So, Buckets.
Habe ich denn einen normalen Bucket, ja? Bucket mit Honey. So. Glas. Dankeschön, Belly Joy. Great, and yours? Blackstone. Nice. Ah, okay. Wie kommt's? Ich versuche hier gerade irgendwie die Sachen umzustellen, weil mein Infinity Storage voll ist. Cool. Ja, kann ich verstehen. Lässt du das gerade übersetzen oder sprichst du allgemein Deutsch? Wie so ein Nest-Stream.
So. So. So, was? Ah. So. Iron Spells. Catacombs Select. Warum? Warum willst du das haben? Dann erklär mir doch mal bitte, warum du das haben möchtest. Ja, kannst du machen. Steht in der Twitch-Beschreibung.
So, dann gucken wir mal, wo die... Was ist hier? Hm, nett. So. Gott, oh Gott, oh Gott. So, was ist das hier? Oh. Piratenschiff. Nehmen wir mal alles mit. Kann man sicher gebrauchen. Wow. So. Bau. Hä? Oh, ich hab das aus. Jetzt höre ich auch wieder Musik. Hörst du auch Musik? Labend. Komisch. Ich habe mich gerade nur gewundert. Na, was geht? Ich bin gerade auf einer Suche nach von Spellbooks, die Katakomben, weil ich für ATM 9 gesehen hatte, dass du irgendwelche Iron Spells und dann braucht man diesen Ender Upgrade Orb. Ja. Warum? Oh, vorbeigeflogen. Oh. Hier ist schon wieder jemand rein.
Ja, das läuft halt auf dem anderen Rechner und wenn ich das nicht die ganze Zeit in der Abnahme habe, dann geht das bei mir auch so ein bisschen in Vergessenheit. Die Loot-Chests sind zwar playerbezogen, aber ich bin eigentlich nicht auf einer Suche nach Loot-Chests, sondern nach dem König. Du brauchst ja diese, wie heißt es? Moment. Also, wir wollen ja jetzt den hier holen, unseren Upgrade Orb. Und du brauchst wohl diese Blank Rune Slates, die du vom Dead King bekommst. Genau. Und den suche ich jetzt, damit ich den als Spawn Egg mir holen kann. Cool. Ich habe zwar schon 4, aber ich brauche eine ganze Menge mehr, wenn ich das ein bisschen automatisieren will. Ja, das sieht aus, als ob der getötet worden ist. Schade. Oh, cool. Ja, das frage ich gleich mal nach. Ich wollte noch mal eben.
Vielleicht habe ich ja hier noch eine Chance. Und ich guck mal, ob ich Minecraft, Structure, Compass, Other Target. Ja. Ich wollte aber gucken, ob man irgendwo das einfach umstellen kann. Okay. Okay, das sollte weit genug weg sein. Das war eins der Haupttipps. Einfach random irgendwo hin teleportieren. Das hilft besser. Cool. Villager? So. Ja, bis wir am Ziel sind, wird das echt lange dauern. Ja, das wäre auch eine andere gute Frage gewesen. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie alle 3.000 bis 5.000 Blöcke, auch das Internet hat das geschrieben. Aber wir können mal eben den Mob Grinder. Nee, ich wollte ja hier, guck mal, ich hatte ja noch das alte in der, in dem Kompass drinne und der hat mir gesagt, 18.000 Blöcke, muss ich in die Richtung fliegen und als ich dann neu gesucht habe, waren es nur 1.900. Also ich bin relativ weit weg gespawnt.
Ja. Also ich hoffe, das passt dann schon. Übrigens musste die Mob-Farm von mir abgeschaltet werden, weil oh, Mao Tsuki anscheinend Probleme verursacht, wenn kein Player online ist. Also der Besitzer davon. Hey, ich komme wirklich durch die Kanalisation. Ist das nur diese kleine Reihe hier oder was? Sieht echt so aus. Die kann man immer gebrauchen. Das kann doch nicht alles hier sein, oder? Oh, guck mal hier unten. Ah, hier muss ich runter.
Also ich muss jetzt warten, bis der komplett aufgewacht ist. Damit ich den abfrühstücken kann. Iron Spear Dead King. Ups. Nice. Ja, Dead King machst du aber fein. Braver Dead King. Toter Dead King. The Bloodstaff. Okay. Damit haben wir es eigentlich. Und damit können wir zurückreisen. 14.000 entfernt. Hüps. Oh nee, nicht Boss. Obwohl, können wir den auch noch mal klatschen? Läuft der hier noch irgendwo rum? Nö. Okay. So, jetzt brauchen wir wieder Chicken Feed. Damit wir, ein Chicken. Epic Ink. So. Chicken, 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 wo bist du? Ich sollte das mal wirklich machen. Oh, was ist das? Oh, guck mal.
ich glaube, ich sollte in dem Fall mal echt auf dich hören. Habe ich das jetzt nicht bekommen oder was? Ja. Und ich hätte das den Korps nehmen müssen und nicht. Das, was ich am Ende hatte. Und das stopfe ich in den Spawner rein und dann kann ich den einfach eben aktivieren, kriege ein paar Eier und dann wieder abschalten. Wie hättest du das denn gemacht?
Einmausern finde ich aber auch gut. Naja, ich brauche ja mehrere Hühner. Jedes Spawn-Egg, was ich herstellen will, braucht ein Huhn. Kacke, hier war schon jemand. Oh, was ist das? Ach, das ist ein Ravager. Ja, das glaube ich. Mal gucken, wie ich das mache. So, vielleicht kriegen wir hier durch die Quests irgendwas.
Ja. Also, mal gucken, ob da einer antwortet. Also, Tronic und Kelvin werden wahrscheinlich eher sowas haben als irgendwie anders hier auf dem Server. Ach, ich habe da gerade Bock drauf, deswegen mache ich das. Hast du eigentlich den ATM-Star schon dir geholt in ATM 9? Ah, okay. Immer noch Pal World. Ah, ja. Okay, aber das ist bei mir ja auch nicht anders gewesen. Ich glaube, in den letzten anderthalb Monaten wieder sehr viel Zeit in Minecraft reingeballert und das macht sich dann doch schon irgendwie bemerkbar. Deswegen freue ich mich eigentlich auch schon ein kleines bisschen auf Dragon's Dogma, weil das wird wahrscheinlich wieder so ein Spiel sein, wo ich richtig Zeit reindammen werde. Ah, okay. In No Man's Sky oder in Palworld? Ah, ich dachte ich mir. Und damit du dann eine richtig große Struktur bauen kannst, musst du dann mit mehreren Saves auf demselben Baugebiet sein und so gesehen dann eine Gruppe erstellen oder wie läuft das dann?
Ah, okay, also. Wie machst du das dann? Ah, okay. Aber kannst du nicht unendlich viele Bauten bauen? Ah, okay, das. Okay, jetzt verstehe ich's. Das heißt, wenn du drei oder vier Mega-Farmen gebaut hast, hast du auf dem Safe-Camp keinen Platz mehr für deine Basis. Oder halt andersrum. Okay. Und kann man mit unterschiedlichen Saves in den eigenen Basis zugreifen, heißt auf die Ressourcen und so weiter oder Inventare. Ah, okay. Das ist ja auch blöd. Ja, ich glaube, das würde No Man's Sky auch ein bisschen gut tun. Ja. Also das von No Man's Sky aus gesehen kann ich das völlig nachvollziehen, auf jeden Fall. Ist ja so gesehen ja schon echt genial, dass sie die ganzen Server und zur Verfügung stellen. Ich frage mich auch, wie viel der ganze Spaß eigentlich monatlich kostet. Ja, genau. Das wäre mal interessant zu erfahren. Was so monatliche Kosten sind für so eine Struktur. Ja, also das in die Richtung kann ich das definitiv verstehen. Wieso hat er denn jetzt schon wieder gewechselt?
Ja, das kann ich mir bei deren Chef echt gut vorstellen. Und ich weiß nicht, ob das auf Plus ausgelegt ist. Also es kann auch gut sein, dass durch die ganzen Verkäufe und, dass sie nach wie vor noch in im Plus sind. Und ja, ist natürlich die Frage, die entwickeln natürlich jetzt immer nebenbei ihr anderes Spiel. Wie viel die da wirklich noch rein investieren? Weil ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Arbeit so eine Expedition ist für sowas umzusetzen und mit den ganzen Updates und so weiter, das wird natürlich auch immens kosten. Ja. Ja, genau, das dachte ich mir halt auch. Aber ja, die haben ja, wie viele Einheiten haben die denn schon verkauft, ne? Also das ist ja jetzt auch nicht unerlässlich, wie viel die da schon rausgehauen haben. Und das ist ja auch ein bisschen Geld. Also mit dem kannst du wahrscheinlich relativ lange und dich über Wasser halten. Und ich glaube, Hello Games ist auch kein großes Mann-Team, oder? Also das sind ja jetzt keine 400 Leute oder sowas. Sondern es sind, ich glaube, 30 oder 40 Leute. Irgendwie so. Oh. Ja. Na, warum ist denn da so viel Fluktuation drinne? Ah, okay. Ja, das könnte man natürlich auch, dass du dich beweisen musst und dann, keine Ahnung, 6 Monate Zeit hast dafür und sonst wirst du halt rausgeschmissen. Aber das hat natürlich auch bestimmt einige Vorteile. Du kriegst relativ oft neue Ideen rein. Ja, das ist wirklich problematisch. Also das kennt man ja auch so hier mit der Ausbildung und so weiter ist es ja dasselbe.
Ja. Also da, das finde ich wirklich gut, dass du dahingehend die Chance gegeben, dir die Chance gegeben wird. King Corps. Eine sehr formidable Idee. Kann ich den Infinity Launcher? Gibt es von Industrial Fo- in das? Ein Mob Duplicator. Pumpen wir den einfach mal rein. Ja. Das kriegen wir irgendwie hin. Operator.
dann Obtainium. All the Modium. Weiß ich nicht. Wir können ihn ja gleich mal woanders hinstellen. Oh. Dead King Corpse Spawn Egg. Oh. Oh Gott. So. So, was brauche ich denn für den hier? Ah. Also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie ein anderes Killing-Gut hingeben. Aber ich will jetzt mal gucken, ob wir schon eins davon bauen können. Okay, die können auch Blank Runes erstellen. Wie kriege ich denn eine Arcane? Found in likewise Skulk infested cities. So. Ah, guck mal. Okay, ich brauch. Habe ich Diamond? Diamond. Gene. Dia.
Habe ich keine Diamantbienen? Doch, ich habe Diamantbienen. Obsidian, 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 Obsidian. Obsidian, Obsidian, Obsidian. Alles Obsidian. Verdammt. Bottle of Time. Oh, wollte Speed, okay. Oh, krass. So, Arcane. Und Arcane habe ich, ne? Ja, habe ich ausreichend. Okay, also wir pumpen hier erstmal die ganze Stuff ab, weil das einfach viel zu viel ist. Dim. So, Pipes.
Ja, mach das mal. Bis gleich. Okay. Mega-Importer. Den brauche ich. So. Ancient Knight, okay. Die brauche ich. Ancient Bee. Das kriege ich ja einfach so. Arcane Ingot. Willkommen zurück. Ich habe gerade festgestellt, dass mir noch ein paar Sachen für das Ganze fehlen. Oh, wir brauchen nämlich noch
Arcane Salvage. Die bekomme ich von Arcane Debris. Das kann man irgendwo finden. Ja. Viel Erfolg. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Und hier steht leider auch nicht, auf welcher Höhe. Sondern nur, dass man das hiervon bekommt. Ja, das hatte ich nämlich auch schon gesehen. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe spawnt das? Wie heißt das? Minecraft Arcane Debris. Below Y38. Okay, dann passt das. Okay, ich brauch gar nicht. Guck mal, ich hab ein Rune Spellbook. Muss ich hier noch die ganzen Truhen durchgucken? Spider-Egg, okay. Also ich habe irgendwie noch Arcane Debris, ich weiß nur nicht warum. Aber das können wir dann durchtesten.
Okay. Hä? Wieso Obsidianbienen? So, Cage. Ja. Okay, treat. So, damit kriege ich jetzt Diamant Axe. Und dann kann ich die Arcane machen. Kompass. Structure Kompass. Gibt es hier irgendwie Ancient Battlegrounds? Bisschen Blocks. Okay, die werden wahrscheinlich irgendwo im
Nether sein. Eis. Oh, verdammt. Das war eine Dia. Dark Oak.
Speed. Rose. Und ein Gate. French. Okay. So. Dann wollen wir doch mal ins Nether. Und nochmal wieder den Mob Grinder. Ich brauche das Egg von dem Ancient Knight. Sind das hier die Ancient Battlegrounds? Anscheinend schon. Oh, guck mal. Citadel Keeper. Okay. Gucken wir noch mal einfach, ob wir von diesen liegenden Teilen noch was abbauen können. Muss wirklich abgebaut werden und ja, gut. Debris Blumberger. Nett. Base. Chicken Spawner, where are you?
kommen. Ich brauch Chicken. Oh. Happy Birthday, Taco! Yay. Ancient Spawn. Ach, das muss in einem Blast Furnace, okay. Blast. Missing Cinder Essence und... Oh, habe ich nur drei. Oh Gott. Wir haben jetzt die Mob-Farm ein wenig geupgradet und haben jetzt die Dead Kings hier drinne, die nach und nach nachspawnen und ja, die können wir jetzt relativ easy zerstören, damit wir das Upgrade bekommen für unseren Morgan. Oh, hi. Genau, und ja, der spawnt hier die ganze Zeit Viecher. Und die stecken jetzt an der Tür fest und da müssen wir mal gucken, wie man das am schlausten macht. Ja. So.
Also, anscheinend kann man den Morgan upgraden, also das Innated Cap ist bei 100, indem man den Morgan und das Ender Upgrade in den See schmeißt und dann kriegt man ein Upgrade. Also das würden wir jetzt mal ausprobieren. Als erstes das Enderauge und dann den Morgan hinterher. This word has been banned. Okay, funktioniert anscheinend nicht. Vielleicht erst und dann. Ne, in dem Video war das eigentlich die beiden Sachen in den See reingeschmissen und dann kriegt man das Update. Mal gucken. So, ich guck noch mal eben im Internet. Ah, okay. Ich hab's gerade rausgefunden. Man muss... Okay, Update. Man muss nicht den Morgan reinschmeißen, sondern man muss sein Kalibur upgraden. Bis zu dem Max-Level und dann muss man den zum Morgan umwandeln. Also das Caliburn entscheidet, was wir am Ende rausbekommen. Dann machen wir das doch mal eben. Okay, also... bauen wir jetzt hier unten ganz viele Upgrades rein. Ja, Maho... So. Das wäre jetzt hier überall. Blutsiegel aufbauen und wieder die Life Drainage Updates bauen, damit wir das nach und nach upgraden können. So. Oh. Und alle mit Claws versehen, damit wir hier Schaden generieren. Okay. So, dit.
bin mal gespannt, wie schlimm das hier ablaufen wird. So, ich brauche einmal Smite. Oh ne, hier. Okay. Und ein Diamantschwert. Also die Dead Kings werden dezimiert. Ob das auch was Gutes ist oder was Schlechtes ist, müssen wir gucken. So, aber wir holen uns mal eben Caliburn. Jetzt haben wir Caliburn. So, wir haben jetzt das Schwert Caliburn mit den Innated Gap 100. Einfach ein Diamantschwert reingeschmissen mit Smite 5 drauf. Und wir schmeißen jetzt den Caliburn rein und das Ende Orb. Oh, muss ich es doch enchanten? Dann probieren wir das jetzt mit dem Enchanten aus. Okay, also wir schmeißen jetzt, ich habe das jetzt verzaubert auf Smite 5 und wir schmeißen jetzt den Ender Orb rein und dann Caliburn. Okay, es hat ein Upgrade stattgefunden. Und jetzt ist die Frage, wir haben das Innated Cap auf 150 gesetzt. Okay. Das hört sich sehr gut an. Okay. Okay, super. Also werden wir ein paar mehr von den Orbs herstellen. Nice. Dann können wir damit nach und nach... Oh. Ich glaube, das ist hier ein bisschen buggy. I hope, dass ich den Server nicht crashe. Oh, Kacke.
Okay, ich darf... Oh, ich hab Caliburn verloren. Morgen meine ich. Heiliger Bimbam. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall... Zum Glück herrscht hier eine Blast Protection. Ach du Kacke. Boah, ich sehe den Boden wieder. Alter, krass. Oh, der ist irgendwie nach draußen gepackt. Ja, das war ein wenig too much. Aber ja, ich glaube, ich sollte dazwischen Abstand bauen. Skeleton Spawner. Damit sollten wir erstmal ausreichend bekommen. Nice. Endlich. Dann gucken wir mal, wie unsere Bienen aussehen. Productive. Dann können wir hier noch ein paar Upgrades reinhauen. Debris. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. Iron.
Ruined Book. Rotten Spellbook. So, was brauchen die denn als Ernährung? Also ich weiß, dass die... Was... Womit ernähren die sich? Nur mit Ruined Books? Skulk Invested Cities. Okay, kann ich wieder RTP einsetzen? 13 Minuten. Dann könnten wir uns eine Ancient City angucken. Das hört sich doch nach einer Maßnahme an. Wie sieht das hier eigentlich aus? Alles leer gesnackt. Ancient City. Ich will mal eben gucken, ob das Deep Dark das ist, was ich... Ja, das ist das, was ich schon entdeckt habe. Okay, in 1826 Metern. Also man kann wohl ein neues Gebiet suchen, indem man dann rechtsklickt in der Nähe von dem, wo man schon war. Das ist sehr gut. Aber richtig gut. Damit müssten wir eigentlich Mao Tsuki relativ weit abschließen können. Wovon zwei? Ah, okay. Also immer 5 Hops und dann hoffen, dass ein guter Frachter spawnt.
Okay. Oh Gott. Wie lange bist du da am Tun und Machen? Oder hält sich das noch einigermaßen in Grenzen? Oh Gott, okay. Das ist ein bisschen was. Doch gesagt. War das Skalk oder Skalk Invested City von in Likewise? Gucken wir noch mal im Internet. Ruined Book. Iron Spells. Ruined Book.
can be found in ancient cities. Alter, woher bekomme ich die? Ich brauche doch nur noch ein einzelnes noch. Da ist echt die Frage, ob man das hier einfach eben alles mit... wie heißt es gleich noch? Mit. Mit einem Bilder eben alles planiert. Sich dann erhofft, dass man die Zutaten bekommt oder noch weitere Kisten freischaltet. Oh, okay. Das ist ja echt schade. Oh, hier, guck mal. Dann musst du dir da echt so einen Aufwand machen für ein paar Module. Ah, okay. Wieso ist denn das nicht mehr?
Oder einfach aus dem Spiel rausgenommen. Refined. Ja, F. Ja, das glaube ich. Deswegen wundert mich das nämlich gerade, dass du das nicht mehr machen kannst. Und hallo, Alibi oder Albi 110. Oh. Gleichmäßige Dimm. Thank you.
Oh, das dauert mir zu lange. Ja, das geht doch bedeutend schneller. Ender Orb. Okay. Ich will jetzt mal gucken, wenn ich einen Haufen davon reinschmeiße, irgendwie 10 Stück oder so, und nehmen wir einfach mal 16 Stück, fehlen noch 3, toll, nehmen wir 15 Orbs. So. So, Freunde. Wir haben jetzt 15 Ender Upgrade Orbs. Und unser Caliburn, was wir noch verzaubern werden. Und dann schmeißen wir das doch mal in den See rein. So, also. Erst die Ender Upgrades Orbs, alle auf einmal. Und dann das Schwert. Es ist runtergekommen. Alle Orbs sind verschwunden. Und geil. Das Cap liegt jetzt bei 1653. Sauber. Das heißt, morgen können wir da bedeutend mehr rausholen. So. Nee, ein Schwert des unendlichen Schadens.
Also irgendwie kann man da einen Schadensgap von 5 Millionen draufsetzen. Und ja, genau. Man braucht halt nur diese Orbs dann dafür. Und die kriegen wir jetzt nach und nach. So, dann machen wir das hier erstmal aus. So, dann holen wir uns einen Op-Grinder. Die ganzen Upgrades. Ne, das vielleicht nicht. So, dann mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Die Bees dafür habe ich auch schon. Die habe ich gerade fertig gemacht. Oh. Deswegen war ich gerade in der anderen Stadt, Ancient City, und habe geguckt, ob ich da irgendwo ein Spellbook finde. Oh ne, ich mach das erstmal aus. Ich will eben noch Vector Blades, Plates bauen. Oh, ich hab sogar noch welche, gut. Oh. Der spawnt hier immer noch, ey. Das sollte doch funktionieren, oder?
Hä? Weiß. Ah. So, und die genau. Pipes, dann machen wir die Upgrades eben noch. Holen uns das und zwei von denen. Okay, damit kriegen wir erstmal einen guten Vorrat an Zutaten. Und hier haben wir die Arcane Essence Bean. Und hier haben wir die Arcane Debris Bees. Das heißt, die Ender Orbs kriegen wir nach und nach. Deswegen wollte ich den zweiten hier auch noch. So, wir haben jetzt hier die Arcane Debris Bees. Die sorgen dafür, dass wir Salvage Arcane bekommen. Und die ernähren sich an Arcane Debris. Und hier haben wir die Arcane Essence Bees. Und die ernähren sich an Ruined Books. Und das brauchen wir alles, um den Ender Upgrade Orb herzustellen für unser Caliburn. Wir müssten wieder ein, zwei haben. Ja, uns fehlt noch ein bisschen was, aber ich denke mal, zum Morgen können wir dann sehr viele Upgrades fahren. Und dann gucken wir mal, wie stark unser Caliburn ist. Und dann wandeln wir das vielleicht in morgen und kloppen hier einen ganzen Haufen Villager um, um das dann final zu upgraden. So, aber ich werde jetzt auch Feierabend machen. Ich bin hart müde. Und dann gucken wir morgen mal, ob... Ich bin mir noch nicht sicher, was ich morgen spielen möchte. Würde ich relativ spontan entscheiden. Aber ja, genau. Also wünsche ich heute erstmal einen schönen Abend auf jeden Fall. Eine gute Nacht. Und dann gucken wir morgen einfach mal, was wir weitermachen. Ob wir dann uns mal vielleicht hier auch mal ein paar Quests von ATM angucken. Und ja.
Genau. Also. Morgen dann wieder circa 18 Uhr bin ich dann online, denke ich. Ich bin mir da aber noch unsicher. Moment. Ja, morgen 18 Uhr sollte klappen. Und dann sehen wir uns morgen. Also gute Nacht, einen schönen Abend euch und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht es gut und danke fürs Dabeisein. Ciao.